Dieses einer meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge, der Grand Alpa. Immer wenn ich ihn gefilmt habe, ja, dann gab es Hunderttausende von Aufrufen, weil dieses Fahrzeug hier die Leute fasziniert. Diesmal auch in einer sehr pragmatischen Ausstattung. Ich zeig's mal. Man hätte ja auch hier Leichtmetallfelgen drauf machen können. Hätte man können, ja. Aber er wird oft an Familien verkauft. Denen ist das gerade Ja, egal, ja, oder? genau. Den haben wir jetzt aus dem Lager geholt. Der ist natürlich schon verkauft und wurde halt ohne Alufelgen bestellt. Oh, das kann der Kunde auch selber nachrüsten. Genau, oder Radkappen drauf machen, das geht genauso. Das geht genauso. Das Coole ist, man hat eins der meistverkauftesten Nutzfahrzeuge der Welt. Gibt es mittlerweile sogar unter einem anderen Label in Amerika. Und was ziemlich cool ist, der Fiat Ducato ist einfach nicht kaputt zu kriegen, oder? Richtig, der Vorteil ist natürlich beim Fiat, dass er ein richtig gutes Servicenetz hat, europaweit. Darum baut eigentlich fast die ganze Branche oder viele auf Fiat auf. So, stell dich mal kurz vor, du bist die? Ich bin die Sabine Keck. Hallo Sabine, Hallo. du bist jetzt seit 22 Jahren praktisch bei Detlefs, eigentlich Richtig. schon ein bisschen länger, du warst zwischendurch mal kurz weg, Ja. aber jetzt bist du dabei und bist hier in einem Zentrum, wo, ich sag mal, viele Fahrzeuge neu reinkommen. Du kannst nicht alles wissen, oder? Nee, aber man muss halt wissen, wo man fragen kann. Gell? Wenn man irgendwas nicht weiß, gibt es sicherlich jemand im Haus, der es weiß. Das ist ein teilintegrierter, ein Alkoven, aber das Besondere ist, du hast keinen Buckel, sondern es geht nicht irgendwie hoch in der Mitte, sondern die komplette Höhe, was ja das Riesenplus ist beim Alkoven, steht dem komplett zur Verfügung. Genau. Die Höhe 3,27 Meter und der Iveco ist noch ein bisschen höher, oder? Ja, der 345, da ist einfach das Iveco-Chassis ist einfach schon größer, höher. Durch das wird das Fahrzeug höher. Der Iveco, ja, den kennt man ja aus den großen Linerklassen. Was ist deine Beratung? Was würdest du sagen, langt der Fiat? Ja, es kommt immer darauf an, was man damit tut. Wenn ich natürlich einen Anhänger nur hinten dran oder Boot hinhänge, dann tue ich mir natürlich leichter von der Anhängelast mit einem Iveco. 3-Liter-Motor, das ist ja das, was viele wollen. Trotzdem Vierzylinder beim Iveco. Assistenzsysteme, die sind beim Iveco ja auch verfügbar. Das heißt, Abstandsradar und so weiter, das kann man ordern. Aber ich sag mal, viele entscheiden sich doch für den Fiat, oder? Ja, es ist auch einfach eine Preisfrage, sage ich jetzt einmal. Die Iveco ist natürlich schon gleich nochmal eine Preisklasse höher. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man damit macht. Natürlich verkaufen mehr Fiat wie Iveco, weil die Iveco einfach auch teurer ist. Gell? Aber wenn ich jetzt natürlich die Anhängelast brauche, dann muss ich fast auf eine Iveco gehen. So, am besten vorher informieren, denn ich sag mal, das Thema Achslasten, Verteilung und so weiter ist sehr ernst zu nehmen. Ja. Leute kommen gerne mal mit dem Messgerät raus, wiegen das Auto. Da sollte man doch genug Reserven haben, oder? Ja, das ist richtig. Also muss auf jeden Fall schauen, dass ich noch genug Zuladung habe und dass ich auch einfach mal wieder mein Fahrzeug durchschaue, ob ich auch wirklich das alles brauche, was ich mit dem Fahrzeug mitführe. Das ist am allerwichtigsten. Ja. Leute räumen da wirklich nicht nur 5 Kilo raus, Richtig, sondern was ich genau. immer mache, mein Tipp ist zwar viel Arbeit, ich räume immer alles aus. Ja, so mache ich es auch. Und ich muss auch echt dazu sagen, bei mir ist das Fahrzeug meistens halb voll. Halb voll. Halb voll. So, ich zeig's mal gerade. Halb voll in Bezug auf was? Ja, also bei mir sind die Schränke nicht voll beladen. Also ich nehme wirklich nur das Nötigste mit und packe das Fahrzeug auch immer wieder neu. Ich mache das wie folgt. Ich nehme immer diese Reisetaschen aus dem Flugzeug, die du an Bord mitnimmst. Davon habe ich 2 Stück. Was da nicht reingeht, nehme ich nicht mit. Okay, das ist schon mal ein super Tipp. Ja, das hilft nämlich, Ja. weil du bist so schnell überladen. Und dann trägst du das noch rein, da kommt vielleicht noch ein Paket Milch mit rein, dann Genau. Stühle, die viel zu schwer sind. Das Ja. geht ruckzuck. Und ich sage, wenn ich in Urlaub gehe, muss ich nicht alles dabei haben wie zu Hause. Also ja, reise einfach mit leichtem Gepäck. Ja, aber trotzdem fällt es hier leicht, alles Ja. einzuladen, was du hast bei der Ja. Garage, oder? Richtig, wenn ich natürlich viel Stauraum habe, möchte ich auch viel beladen. Das ist ja unglaublich, guck mal hier rein. Ja, Du kannst da herrlich. schlafen drin. Ja. Das geht nochmal komplett durch. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das wäre jetzt natürlich, wenn jetzt jemand das Fahrzeug mit einer Zackertoilette bestellt, dann würde da jetzt unten zum Beispiel der 100 Liter Fäkalientank sitzen. Der füllt den aber auch nicht komplett aus. Nein, Nee. aber er wird auf jeden Fall, wie gesagt, der braucht natürlich auch einen Platz. Was Tolles hier, sieht man viele Details, Stahlrahmen hier mit drin, hier die Alderheizung, hier der Heizkörper wie zu Hause. Genau. Also ich habe eine große Heckgarage, wie gesagt, wo ich wirklich Fahrräder reinkriege, Tische, Stühle, alles, was ich zum Campen so brauche.
Das Besondere hier ist, ihr habt ja Wohnwagen gebaut, seid der Erfinder des Wohnwagens. Ja. Hier habe ich einen Wohnwagengrundriss. Und wer reinkommt und Wohnwagen gewohnt ist und kommt hier rein, der will nichts mehr anderes haben. Der sagt, ich will eine Wohnsitzgruppe, oder? Genau, genau. Es war mal ein Projekt mit Kunden zusammen, wo man das Fahrzeug entwickelt hat. Und den bauen wir schon länger. Und wie gesagt, am Anfang war es einer und jetzt haben wir schon 4 Grundrisse davon. Also immer der gleiche Grundriss, aber einen kurzen, einen langen, einen auf Iveco, dann als Alkoven oder als integrierten. So, und das Ganze, habe ich das Gefühl, wird immer öfter kopiert von anderen, die das Ganze sehen. Nämlich so das Thema Heckgarage, was da ist. Aber ihr fertigt ja hier Made in Germany das Ganze. Auch leicht zu erkennen übrigens an einem Heckfenster. Du weißt, warum viele Hersteller keine Heckfenster verbauen, wenn man hinten ein Schlafzimmer hat? Nein. Weil das Heckfenster immer so dreckig wird. Ach so. Und die sagen dann, weil da natürlich der ganze Regen und alles kommt und dadurch wird das Fenster immer so dreckig. Da habe ich mal gefragt, also bei einem großen Linerhersteller, wieso macht der denn da hinten kein Fenster rein? Okay. Da hat er gesagt, das Fenster wird immer so dreckig, das mögen die nicht. Ja, gut. Aber es wäre schade, wenn jetzt hier kein Heckfenster drin wäre durch diesen Grundriss, ich möchte es ja jetzt nicht gleich erraten oder verraten, wäre schade, wenn man da nicht rausschauen könnte. Ich habe es ja schon ein bisschen verraten, weil der aber trotzdem drin, das ist das neue Heck. Aber von hinten, wenn du hier guckst, der hat schon eine gewisse Höhe, der Iveco noch höher. Die Höhe sollte man sich merken, oder? Ja, wenn man auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich sage auch oft, vielleicht am Anfang einen Kleber vorne ans Lenkrad, dass ich weiß, wie hoch ich bin. Weil gerade wenn ich das Fahrzeug neu kaufe und kommt jetzt wirklich eine Brücke, wo dran steht 4 Meter, weiß man im ersten Moment nicht, wie hoch man ist. Bitte ernst nehmen. Also da, das ist sehr unangenehm, wenn man gerade bitte auch dran denken, wenn ihr noch eine Klimaanlage habt, dann ist er ja noch höher. Genau. Also wie gesagt, der 327 ist Serienumfanghöhe. Da ist noch keine Dachklimaanlage dabei, keine Sattanlage. Also da muss ich schon nochmal, ich sage jetzt mal, zwischen 15 und 20 Zentimeter dazu rechnen. Der Alpa ist ein Preis-Leistungs-Wunder, so muss man sagen. Also wenn man das vergleicht, wir sind ja hier ganz klar in der Liner-Klasse, so ist es. Trotzdem ruft ihr Preise auf, die oft, ich sag mal, wesentlich günstiger sind als der Wettbewerb, der reine Liner baut. Ist das so ein Geheimtipp, wenn man ein großes, wirklich vernünftiges Auto haben möchte, wirklich zu gehen jetzt auf den Alpa? Weil das ist so ein tolles Raumkonzept innen. Ja, ich sag, das Fahrzeug ist schon wirklich entwickelt worden für alleinreisende Paare. Also das heißt ja Alpa, alleinreisende Paare. Ach, da kommt der Name her. Richtig. Alleinreisende Paare? Ja, das ist richtig. Das hast du mir jetzt ganz neu erzählt. Echt? Hast du nicht gewusst? Nee. Doch, das heißt, Alpa heißt alleinreisende Paare. Krass, liebe Sabine. Boah, habt ihr hier viel Arbeit gemacht in die Anpassung hier von der Teilintegration. Guck mal hier, mit einer Stufe. Ist einfach angenehmer zum Einsteigen. So, die Remis-Verdunkelung. Jetzt werden ja viele sagen, naja, diesen Raum hier, das werden wir gleich mal erklären, den brauchen wir ja gar nicht zuzumachen. Aber viele benutzen diesen Raum hier, das werden wir gleich mal von innen zeigen. Ja, wenn du möchtest. Aber das wird ja sicherlich jeder kennen, wo er Wohnmobil hat. Man kann einfach, das Fahrzeug heizt dann halt auch nicht so auf, sage ich jetzt mal, wenn ich irgendwo am Platz stehe. Auch wenn ich sitze, wie die sagen, ich brauche das nicht. Aber wie gesagt, das Fahrzeug heizt dann heute so auf und ich kann auch mal was im Fahrzeug liegen lassen, ohne dass es jemand sieht. Das Coole ist, es gibt hier ein Kinderbett. Das kann man optional nachrüsten. Das kannst du hier einmal quer reinmachen für kleine Kinder, weil das Raumkonzept werden wir gleich mal zeigen. Die könnten ja auch hinten schlafen, aber man kann auch hier prima Hunde reinmachen vorne. Das machen viele. Kann man auch, ja. Hast du Hunde? Nein, ich habe keine Hunde. So, ich habe 3 Hunde. Und da wüsste ich schon, wo die sind. Die wären nämlich hier. Und hier ein nettes kleines Detail. Guck mal, hier läuft auch die Fußbodenheizung lang. Die Heizung, genau, genau. Also wenn du sagst, du hast 3 Hunde, wir haben auch im Zubehör ein Hundepaket, wo man dann wirklich auch eine Öse hat, wo in der Bodenplatte verschraubt wird, wo man den Hund dann auch festmachen kann während der Fahrt. So, auch hier bitte ignoriert den Fiat Ducato 7, das Ganze demnächst auf Fiat Ducato 8. Denn wir sind ja hier mitten in Isny, aber das ist ja nur das Zugfahrzeug. Das heißt, auch das kann geordert werden bei den Händlern. Richtig. Super. Ja, das wäre aber eigentlich mal auch eine ganz tolle Stelle,
wenn ich da sitzen will und will einfach mal ein Buch lesen, mache hier meine Tür auf, mache vorne alles zu, das sehen wir gleich, und habe noch meinen eigenen Raum hier vorne. Ja, wenn du das möchtest. Ich sitze lieber raus. Toll, jetzt habe ich das so toll anmoderiert. Ja. So, da drüber ist ein ganz anderes Konzept. Also entweder liebt man es oder man liebt es nicht. Aber man muss es erklären. Also wenn man das Fahrzeug nicht erklärt, dann, ich glaube, dann werden viele sagen, oh, das sieht ja so komisch aus, ich will ja lieber einen vollintegrierten. Aber das Konzept innen ist, dass man nicht merkt, dass man in einem Wohnmobil drin ist. Also das ist richtig, ja. Natürlich gibt es Kunden, die sagen, sie möchten keinen Alkoven. Deshalb gibt es ihn auch als integrierten. Also der kleine, sage ich jetzt mal, der 6820, wo unter 8 Meter ist, gibt es als integrierten dann, weil jetzt doch nicht jeder, sage ich jetzt mal, einen Alkoven möchte, wegen der Höhe. Ich kriege jetzt einen Alkoven. Okay. Allrad-Alkoven kommt zum Jahresende, weil mich das Raumkonzept, das ist so ähnlich wie bei dem hier, wirklich geflasht hat und ich gesagt habe, ich wollte mal ein Allrad. Das war so der, so, komm, wir gehen mal rein. Sabine, jetzt, ja, gerne. Die übrigens nach oben öffnen, was tolle Vorteile hat, was die Gelenke nämlich angeht und die Verschmutzung. Du ja, kennst das? Ja, das ist richtig. So, und jetzt musst du schon einige Stufen machen, denn der Vorteil ist, du hast eben kein Tiefrahmenchassis. Und das hat den großen Vorteil, dass der, ich sag mal, Boden drunter, der ist richtig voluminös. Der ist viel größer bei den anderen. Ne? Richtig, der ist natürlich hoch. Natürlich, der Vorteil ist, es kann heute jeder ins Fahrzeug reinschauen. Wenn ich so hoch bin, ich habe hier auch wieder die 70 cm breite Türe. Weißt du, was der Hauptvorteil ist? Wenn du siehst und du bist in Frankreich, dritte Reihe, und du stellst einen rückwärts, du siehst über die anderen drüber. Okay. Das sehen wir ja, gleich mal rausgucken. Ja. Ja. Nee, also wir haben das wirklich schon oft gehabt in der Ausstellung, dass die Kunden dann wirklich in dem Fahrzeug gesessen sind und stundenlang. Weil sie einfach gesagt, das ist so toll. Wir haben die Vorhänge dann aufgemacht und die haben gesagt, das ist einfach genial. Man kann rausschauen. Ich sage, wenn man einen Kanal hinfährt, man hat wirklich eine tolle Sicht. Komm, wir gehen mal rein. Der hat eine richtige Garderobe an der Seite, eine ganz große, breite Aufbautür, die mit einem Servo arbeitet. Dann guck mal hier oben, da hast du die Detlefs. Eine richtige Garderobe. Das lieben Leute, ne? Mit unseren Detlefs, die es auch im Zubehör zum Kaufen gibt. Die gibt es zu kaufen? Die gibt es zu kaufen, ja. Das heißt, wenn ich ein Fremdfabrikat habe und liebe Detlefs, dann kann ich das kaufen. Kann ich mir diese Hänger reinmachen, genau. So, und jetzt mal das Raumgefühl. Und jetzt sieht man, glaube ich, das Konzept so ein bisschen. Du hast, das ist ein richtiger Liner. Das heißt, du hast eine ganz große Küche. Ja. Guck mal hier. Das ist doch wie ein Wohnzimmer hier. Sabine, komm mal links neben mich. Ja. Krass, oder? Ja, wie im Wohnzimmer zu Hause. Also wirklich. Man hat eine tolle Sitzgruppe, wo man hinsitzen kann. Man kann wirklich auch mal jemand einladen in sein Fahrzeug, kann sich einen gemütlichen Abend machen. So, ich liebe ja eigentlich keine Deko, weil wir sind ja hier im Ausstellungsraum. Trotzdem, die Deko ist nett gewählt. Ich würde sie natürlich zum Transport so nicht mitnehmen, aber es macht ja so viel aus. Also wenn die Leute sich wie zu Hause fühlen, du bist jetzt in Spanien, überwinterst dort, bist mit dem Alpa hier, dann guckst du hier in die Rundsitzgruppe rein. Komm, wir setzen uns mal rein. Dann gehe ich mal hier in die Ecke. Guten Tag, Sabine, komm noch mal zu mir. Ja, ist das nicht ein tolles Wetter da draußen? Super, super. Also wir haben wirklich strahlenden Sonnenschein draußen. Ja. So, hier dürfen Leute sitzen hinten. Ist das optional, oder? Ich habe hier, also hier, wo ich sitze, kann ich umbauen. Habe ich noch mal einen dritten und vierten Gottplatz. Gerade wenn man mal die Enkel mitnimmt, wie gesagt, wir haben ja ein Fahrzeug normalerweise für alleinreisende Paare, aber es gibt natürlich optional einen dritten und vierten Gottplatz. Was mir gut gefällt, ist die Polsterwahl. Es muss nicht immer Leder sein. Geht Leder? Leder geht auch, ja. Leder geht immer. Ich räume gerade mal den. Das ist das Heckfenster. Übrigens, wenn die Gardine zu ist, sieht man auch den ein oder anderen Wasserflecken auf dem Fenster auch gar nicht. Und das Besondere hierbei ist natürlich, dass das Ganze wirkt wie zu Hause. Auch nicht so dominant der Fernseher. So, Sabine wird uns was zeigen, der Zaubertisch. Richtig, also wir können da einen großen Tisch draus machen. So, jetzt haben wir auch einen schönen großen Tisch. Und das funktioniert mehr als zweimal? Das funktioniert öfter wie zweimal, richtig.
Ich hatte es selber schon mal bei einem anderen Fahrzeug so eine ähnliche Technik mit drin. Zeig's nochmal, wie es geht. Dass du ziehst, drückst runter. Genau. Schiebst sie dazu. Das war's. Und es geht aber auch, geht auch wieder hoch. Ja, genau. Geniales. Du kannst hier aus der Sitzgruppe ein Bett machen, aber was viel cooler ist, du kannst diesen Tisch absenken und kannst da die Füße drauflegen, wenn man da natürlich eine Decke drauflegt vorher. Okay. Ja, das mache ich nämlich immer so als Netflix-Lümmel. Ja. Guck, denn man kann nämlich einfach hingehen und kann hier vorne diesen Fernseher wahrscheinlich runterziehen. Geht das? Das geht, ja. Da ist er. Kann denn, was weiß ich, einen netten Kinoabend mal machen oder die Nachrichten schauen. Dann hier, guck mal, diese Lampen wie zu Hause. Ja, genau. Wir haben da früher haben wir Vitrinen gehabt. Jetzt seit letztem Modelljahr oder seit Modelljahr 22 haben wir da jetzt Lampen. Was ist hier drin in dem Fach? Da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zu dritt oder zu viert fahre, kann ich da auch mein Bettzeug reintun. Also ein richtig schöner Staufächer. Zeig mal bitte, weil das ist natürlich, der Raum ist nicht verschenkt, oder? Nein, es wird alles ausgenutzt. Boah, es ist groß. Aber ja. Das ist für das Bettzeug wichtig, oder? Zum Beispiel, aber wenn ich jetzt nur zu zweit fahre, kann ich natürlich auch was anderes reintun. Was für eine lange Bank. Das heißt, du kannst dich hier lang machen. Man kann auch mal ein Nickerchen machen, indem ich hier die seitlichen wegnehme, die Kissen. Genau. Das Schöne ist, dass ich zu zweit also in die Ecken sitzen kann, zum Fernsehen schauen. Also kann jeder ein bisschen lümmeln. Genau. So, guck mal hier hoch, bitte Sabine. Ihr wollt jetzt aber wissen, ist das Serie? Nee. Nee, das ist unser Sky-Roof. Ja, einfach, dass viel Licht ins Fahrzeug reinkommt. Einfach, dass es hell ist. Weil alles, was dunkel ist, das drückt. Und wir haben natürlich auch ein bisschen dunkles Holz hier mit drin. Also auch helle Dachschrankklappen. Aber wie gesagt, je mehr Licht in ein Fahrzeug reinkommt, desto angenehmer wird es. Das Holz gab es ja schon viel dunkler. Das ist ja schon unter den dunklen Tönen die helleren. Aber es geht noch heller. Es gibt es auch immer noch dunkel. Also man kann das wählen, dass praktisch den Streifen, wo du jetzt in Dunkel siehst, dass der Streifen praktisch im Weißen ist und das Weiße unten der schmale Streifen ist. Also es gibt zwei Holzvarianten. Es gibt immer noch Kunden, die das dunkle Holz möchten. So, auch bitte hier mal bitte Preise vergleichen. Also wenn ihr die Länge seht, ihr seht, das Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Auto hier ist wirklich phänomenal. Also du bist bei teilweise bei anderen Herstellern bist du im größeren sechsstelligen Bereich bei solchen Autos, da habt ihr hier schon, ich glaube, vollste Hütte, oder? Ja, natürlich, klar. Nee, also Preis-Leistung passt absolut bei diesem Fahrzeug, muss man echt sagen. Und Leute, die das gekauft haben mit der Rundsitzgruppe, ich glaube, das ist es, dass du nicht dieses Wohnmobil-Feeling hast, oder? Ja, also wie gesagt, es gibt ja sogar einen Alpa-Club. Da gibt es ja ganz viele Foren auch mit Alpa-Fahrern. Und ich kenne eigentlich keinen Alpa-Fahrer, wo nicht begeistert ist von diesem Konzept. Du weißt, was Alpa heißt? Heißt alleinreisende Paare. Richtig. Gut, ich wollte dir das nur mal sagen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Gerne. Komm, ich zeig mal was. Geht aber auch prima eigentlich für Familien mit kleinen Kindern, würde es gehen, oder? Das wäre kein Problem. Das geht auf jeden Fall, wie gesagt, weil ich den dritten und vierten Gurtplatz habe. Jetzt beim 7820 habe ich auch die 3-Punkt-Gurte. Jetzt bei unserem kleineren Alpa ist es ein bisschen schwieriger mit... Da habe ich hochklappbare Sitze. Das ist natürlich schwieriger, wenn ich jetzt einen Kindersitz oder so habe. So, zeig mal. Also überladen geht hier leicht. Denn so viele Schränke, wie es hier gibt, die kann ich alle voll machen. Ich habe hier natürlich kein Fahrzeug auf 3,5 Tonnen, sondern hier sind wir. Also ich bin hier wirklich über 3,5 Tonnen. Das muss einem einfach bewusst sein. Wir haben jetzt hier 5,4 Tonnen. So. Wir sind auch hier beim Maxi-Chassis schon. Luftfederung möglich? Luftfederung ist möglich, richtig. Erklär doch mal den Leuten, was die Luftfederung für einen Vorteil hat. Die Luftfederung, das Fahrzeug liegt halt einfach besser auf der Straße auch, gell? Also ich fahre ja zurzeit Luftfederung und das ist so ein bisschen gleiten, oder? Muss man sagen. Also es ist auch so die Abrolleffekte, ist ja jetzt beim Doppelachser nicht so schlimm, aber es ist nochmal ein Komfort, oder? Ja, ich sage jetzt, wenn ich in dieser Oberklasse bin, dann würde ich mir auf jeden Fall eine Luftfederung verbauen. Ist auch gar nicht so schwer. Also das, viele sagen ja dann, ha, schon wieder ein bisschen mehr Zubehör und so. Das ist so. Guck mal hier, das sind eure Rundinstrumente. Kommen hier auch das neue Bedienfeld? Wenn es denn... Ich denke ja, doch. Also ich denke, dass... dieses System, wie wir beim XZI gesehen haben, dass das Zukunft hat und auch in andere Fahrzeuge irgendwann verbaut wird.
So, wobei, ich bin ja großer Fan von den Sachen hier. Ich brauche es gar nicht per App und so weiter, sondern ich habe es lieber gern 15 Sachen nebeneinander. Thema Ausfallen, alles zentral gesteuert und so. Mittlerweile ist die Technik ja auch in Autos integriert. Das stimmt, ja. Aber ihr wollt ja keine Kaninchen, Versuchskaninchen sein, oder? Nein, aber man muss natürlich mit der Zeit gehen, gell? Die wird einfach digitalisiert. So ist es. Also wir können das ja gleich mal zeigen oder wir verweisen einfach auf das XLI-Video. Da haben wir es gezeigt, genau. Das neue Bedienpanel. Genau, da ist dieses Bedienpanel drauf. Ansonsten sind wir noch hier bei dem ganz normalen Panel, wo wir in allen Fahrzeugen haben. So, SAT-Anlage ist hiermit konfiguriert. Bestellen Leute immer SAT-Anlage oder gibt es immer? Nein. Also es wird nicht immer bestellt. Bei uns gibt es auch ein Vorbereitungskit, wo die für Solar, für SAT-Anlage, für Dachklimaanlage. Wenn ich sage, ich möchte keine SAT-Anlage, macht es auf jeden Fall Sinn, dieses Vorbereitungskit, dass die Kabel zumindest schon liegen im Fahrzeug. Macht auf jeden Fall Sinn. Kann ich sagen, wenn ich eine Klimaanlage später kriege, bitte vorbereiten, geht das auch? Das geht, ja. Das ist in diesem Vorbereitungskit drin. Der Vorteil ist halt, wenn ich dieses Vorbereitungskit dazu bestelle, dann wird für die Dachklimaanlage dann mittig, werden dann Querstreben ins Dach eingelegt, also das Dach praktisch verstärkt, dass man nur noch den Rahmen ersetzen muss und die Dachklimaanlage draufsetzen. Stromleitung liegt auch schon? Strom liegt dann auch, genau. Super. Hier ist dein Lieblingskühlschrank, der Dometic. Genau, der auf beide Seiten aufgeht. Hat sich ja bewährt. Bitte, ganz wichtig, aus eigener Erfahrung, schließt sie sauber, wenn ihr fahrt, denn ich hatte schon mal eine Tür am Boden liegen. Denn das geht theoretisch, also Dometic hat gesagt, es geht nicht, es kann nicht sein. Ich habe es bewiesen, wenn man die unsauber zumacht auf beiden Seiten, dann kann es sein, dass die Tür von vorne rausfällt. Ist übrigens noch nie jemand passiert, mir. Okay. Ja, so kann passieren. Also ganz einfach feste zudrücken. Und zwar, wenn ihr fahrt, macht sie oben und unten zu. Und das ist dann manchmal so eigentlich kann man es nicht machen, ich habe es geschafft. Ja. Ist der, aber der Kühlschrank, der ist überall jetzt drin, sehr schick, oder? Ja, wie gesagt, in der Oberklasse ist sehr beliebt. Also viele finden das ganz toll, wenn sie von beiden Seiten den Kühlschrank aufmachen können. Highlight ist die Küche. Du kochst gerne oder gehst du lieber im Urlaub essen? Ich gehe lieber essen. Du bist wenigstens ehrlich. Hier habe ich auch Zentralverriegelung? Da habe ich auch diese Zentralverriegelung, die wir vorher schon gehabt haben. Und wieder der falsche Knopf. Jetzt ist sie zu. Ja. Off. Ist auf. Und die geht auch von selber an, wenn ich fahre. Da ist genau das Gleiche. Also, allerdings nur, wenn die Schubladen wirklich auch richtig zu sind. Dann, wenn ich die Zündung anmache und habe das vergessen, den Knopf zu drücken, schließt sie automatisch zu, dass die nicht raus können. Sabine, mach mal vorsichtig mal die obere Schublade auf. Dann sieht man nämlich, das Ganze ist nämlich beleuchtet. Einmal als Ambientebeleuchtung, aber die dient zeitgleich auch als Beleuchtung für die Schubladen. Genau, richtig. Da ist indirekte Beleuchtung, also LED-Band unten verlegt. Allein hier dieses Feld hier, das macht schon so viel aus. Da würde ich mich jetzt gar nicht mehr trauen, was hinzuhängen, denn es, allein die indirekte Beleuchtung macht es schon sehenswert. Ja, da gibt es ja, wie gesagt, dieses Lichtkonzept, wo man mit einer Designerin entwickelt hat, einfach zum das Licht richtig anbringen, dass man einfach diese Wohnlichkeit hat. Auch im Fußbereich, man sieht es jetzt auch bei dem Sideboard, dass es oben und unten beleuchtet ist. Und wie gesagt, wenn es jetzt dunkel ist draußen, macht es einfach wohnlich. Also nicht diese Stallaternenbeleuchtung, die ja viele haben, so Putzleuchten, Putzlampen, aber ist auch viel Aufwand. Ihr müsst ganz viel LED verlegen an den richtigen Stellen. Ja, das ist richtig, aber es funktioniert. So, komm, wir zeigen noch ein bisschen Küche. Mach mal bitte auf, Apotheker. Genau, da habe ich einen ganzen großen Apothekerschrank. Boah, ist der riesig. Überleg mal, so einen Hund, da kannst du ganze Hundefutter reinmachen, alles. Ja, genau. Ja. Oder dein Mann verstauen. Kommt drauf an, wie groß deine Hunde sind. Sonst kannst winzig. Da kannst du auch die Hunde reintun. Lass es auf, machst diese welche raus, setzt deinen Hund rein. Aber Platz kann man nicht genug. Aber denk dran, nicht überladen. Weil in so einem, gerade so ein Auto ist prädestiniert, da machst du alles rein. Es ist ja wirklich bei solchen großen Schränken, weil wirklich nicht die überladen, weil es ist einfach Leichtbauweise. Hm. Praktisch wie beim Wohnwagen. Das Ganze sieht zwar massiv aus, ist aber Leichtbau. Bitte keine 60 Kilo reinmachen, denn dafür sind sie nicht gebaut. Genau. Hier haben wir auch wieder den Abfalleimer. Zwei Eimer. Mülltrennsystem. So, Absperrhähne mit drin. Gastanks, habt ihr da schon mal Anfragen von Kunden? Haben wir auch wieder, aber eigentlich eher weniger. Das macht der Händler dann im Zweifel? Das muss dann der Händler machen, genau. Okay. So, große Spüle. Dann das Spielfeld hier, auch hier.
Die gibt es ja am Zubehör, oder? Die Abdeckung nochmal, wenn ich die mal neu haben möchte. Ja, wenn sie es im Serienumfang mit drin ist, dann kann man sie auf jeden Fall als Ersatzteil nachbestellen. Also man sollte auch mal wirklich sich mal trauen, drauf zu schneiden, weil es ist ein ganz tolles Schneidebrett, oder? Ja, vor allem, wie gesagt, man kann es ja wirklich umdrehen und kann dann wirklich diesen Platz auch nützen als Arbeitsfläche. Mhm. Ja. Und das machen. So, genau. Also tut es. Also nimmt das Messer und schneidet. Ansonsten bittet jemand vielleicht einen Nachbarn, der soll es mal tun, damit er dann, denn ist es wirklich ein Schneidebrett, was ja, da ist. Ja, es ist ein Schneidebrett, genau. Ja, ziemlich krass. Ihr habt den ganz großen Herd hier eingebaut, denn da passen nun wirklich alle Töpfe drauf. Ja, also da hat man auf jeden Fall Platz zu kochen. Es gibt ja wirklich Camper, wo sagen, sie gehen nicht zum Essen, sie möchten in ihrem Fahrzeug kochen. Und da macht es natürlich schon dann Spaß, wenn ich einen tollen Herd verbaut habe. Gut, wenn ich in Spanien bin, ein halbes Jahr, da kann ich jeden Tag essen gehen. Ja, gut, es gibt stimmt. Ja Leute, die es machen, aber auch hier Tipp, wenn ihr die Frauen bei Laune halten wollt, kauft nicht beim Aldi alles ein und sagt dann, hey, wir machen billigen Urlaub, denn Frauen lieben es auch mal eingeladen zu werden, oder? Ja, das stimmt. Aber es macht natürlich auch Spaß in so einem Fahrzeug zum Kochen, gar keine Frage. Gerade wenn es gibt ja auch Kunden, die in solchen Fahrzeugen wohnen. Dass die natürlich nicht jeden Tag zum Essen gehen, sondern das wirklich auch nützen. Es ist ja ein fahrendes Haus, wo ich wirklich alles benutzen kann. Viele essen ja auch gesund oder müssen sich gesund ernähren, haben vielleicht eine Allergie, können nicht alles essen, müssen die Sachen selber zubereiten. Hier hast du Platz wie zu Hause. Das Thema Gas im Sommer, ich glaube, die Tanks kriegst du gar nicht leer durch Kochen, oder? Ja, also man braucht nicht viel Gas für einen Herd. Gell? Also wenn ich jetzt wirklich kochen tue, wenn ich heizen tue, dann sage ich mal, ne, reicht mir eine 11 Kilo Gasflasche ca. 3 Tage. Okay. Ja. So, dann schaue ich mal kurz. Fliegengitter ist mit eingebaut. Das ist übrigens der Aufstieg. 3 Stufen. Technik haben wir oben gezeigt. Jetzt kommt das Besondere. Guck mal hier auch das Lichtdesign wieder in der Tür. Habt ihr so ein Lichtelement drin? Das ist übrigens nicht die Sonne von außen, sondern das wirkt dann nochmal, wenn die Tür geöffnet wird. Mach mal bitte zu. Dann hast du das Konzept für dich alleine. Eine richtige Tür. So, wenn du nochmal aufmachst bitte. Hallo Sabine. Hallo. So, wir gehen gleich in die Oper. Hast du dich bereit gemacht? Ja. Müsste mal kurz duschen. Wenn du mal kurz reingehst, geh mal rein. Ja. Denn du bist ein Meter, was bist du ein Meter? 1,68. 1,68. Genau. Mach mal mit der Hand bitte hoch. Nee, nach oben ganz. Okay. Geht's? Ja. Also gerade so. Das ist eine große Dusche, oder? Also ich habe auf jeden Fall Platz in der Dusche. Sie ist groß, sie ist breit. Ja. Also wie gesagt, man kann auch ein bisschen, wenn man ein bisschen korpulenter ist, sich schön gut drehen. Ich sehe hier niemand, der korpulenter ist. Warte, ich schau mal kurz. Aber es ist ja so, nicht jeder hat Gardemaße. Und da sind viele Duschen, sind einfach zu klein. Ja, das stimmt. Also wirklich, die Duschen sind wirklich top. Also ich kann mich wirklich gut bewegen. Mhm. Und ich habe auch eine gute Höhe, Stehhöhe. Gerade wenn jetzt jemand größer ist. Die Männer sind ja oft ein bisschen größer. Dass ich mich wirklich auch noch gut abbrausen kann. So, mach mal die Tür zu jetzt mal. Dann zeige ich mal gerade. Tschüss, Sabine. Tschüss. Großer Spiegel ist nämlich hier mit drin. So, und bitte nochmal reinkommen. Und mach mal gerade die Tür mal hinter dir zu. Dann sagen wir mal, jetzt ist das Badezimmer da. Genau, jetzt haben wir ein großes Raumbad. Ja. Was ganz toll ist, da wo du stehst, kann ich auch noch mal zumachen. Zeig mal. Dass wir das mal sehen. Könnt jetzt, wenn ich, sag jetzt mal, wenn ich dann auf dem Blatt stehe, dann ziehe ich hier mein Brett raus. Ja. Mache hier mein schönes großes Doppelbett. Mache hier auch komplett zu. Nee. Und habe hier eine ganz tolle Treppe, wie ich dann ins Bett hochkomme. Das ist übrigens selbst für Leute, die ein bisschen nicht gut zu Fuß sind. Genau. Denn die können sich an beiden Seiten gut festhalten. Genau, richtig. Also ich komme richtig schön hoch, kann mich rechts und links festhalten, habe keine Leiter, keine Stolperstelle, sage ich jetzt mal. So, und hast ein Bett. Das ist so riesig. Also das, ja. Oder? Ja, ich habe ein großes Bett. Ich kann ein großes Doppelbett draus machen. Ich kann mal zusammenschlupfen, sage ich jetzt mal. Kann aber dann auseinandergehen. Gerade wenn ich in Spanien im Süden bin, wo es heiß ist, hat jeder seine eigene Matratze, wo man dann angenehm schlafen kann. Jeder kommt auch gut raus, wenn er mal aufs Klo muss nachts, oder? Genau. Was wichtig ist beim Alpa, dass man dieses zweite Fenster bestellt. Mhm. Also ist nur ein Fenster an der Seite. Im Serienumfang, das zweite muss man unbedingt immer dazu bestellen. Okay, die Frage ist natürlich, wieso er nicht gleich zwei reinmacht. Das weiß ich auch nicht.
Es ist aber so, man kann das Fahrzeug ja konfigurieren. Braucht man den Händler oder geht das online bei euch auf der Seite? Wir haben einen Konfigurator auf der Seite. Ich empfehle den Kunden aber immer, geht bitte zum Händler, lasst euch beraten, was macht Sinn. Brauche ich wirklich alles? Weil man muss wirklich auch mal aufs Gewicht achten, dass man nicht alles in das Fahrzeug reinpackt. Viele sagen, naja, ist mir doch egal, ich nehme es in Kauf, aber wer jemals da mal kontrolliert wurde, du wirst gewogen und musst dann mal eben mal so 500 Kilo ausladen, kriegst eine Riesenstrafe. Richtig, also ich sage auch mal, viele Kunden halten sich immer an deine 5% fest, würde ich nicht machen. Schaut einfach, dass ihr nicht überladen seid. Man muss nicht wirklich alles mit in Urlaub nehmen. Das lernt man. Das ist so. Ich denke auch. Beim Zubehör bitte darauf achten, nicht alles reinkonfigurieren, einfach so, denn alles, was ein bisschen wiegt, dann auch noch die Achslastverteilung. Genau, richtig. Fast das Wichtigste von allem. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass man wirklich darauf achtet und dass man sich einfach vom Händler auch gut beraten lässt. Ihr habt 80 Stück in ganz Deutschland und Schweiz, Österreich, die sind da. Schweiz, Österreich sind wir bei, glaube bei 94 Händlern. Krass. Großer Schrank, zeig mal. Auch hier hast du mehrere Schränke direkt. Zeig mal bitte nochmal mit der Leiter, dass die Leute mal sehen, keine Angst davor haben. Das geht ganz einfach? Ja, also es geht einfach, aber sie hat natürlich schon ein bisschen Zug, sage ich jetzt mal. Also musst du ein bisschen, weil wenn die jetzt sehr locker verbaut wäre, dann klappert das natürlich auch während der Fahrt. So, und die wird einfach eingefahren? Genau. Jetzt habe ich hier noch eine große Schublade. Ah, Socken. Zum Beispiel. BHs, Socken, Unterwäsche. Dann habe jeder, ich was er will. Einen schmalen Kleiderschrank. Ah, kannst du Jacken und T-Shirts. Genau. Dann habe ich hier nochmal einen großen Kleiderschrank. Boah, der ist riesig. Genau. Und ich habe hier nochmal einen Kleiderschrank. So, und spätestens jetzt, wenn die Leute sagen, ist das, das ist der Alpa? Ja, es ist der Alpa. Das ist der Alpa 78-20. 78-20. So. Da sieht man jetzt auch gerade von der Aldi Warmwasserheizung, der Ausgleichsbehälter sitzt da im Kleiderschrank. Sollte man auch alle paar Jahre den entsprechenden Service machen? Richtig, also bitte, ich sage aber bitte nicht selber nachfüllen. Viele sagen, da ist ja Glycerin drin. Also das heißt zwar alte Warmwasserheizung, jeder meint dann, da läuft Wasser drin, das ist ein Glycerin, wo in diesen Leitungen läuft, wo nicht einfrieren kann. Und da gibt es diesen Ausgleichsbehälter, das bitte selber nicht nachfüllen, da wirklich in die Fachwerkstatt gehen. Weil wenn ich das zu schnell reinleere, kriegt die Heizung Luft und dann blubbert es immer. Also das bitte in alle, alle paar Jahre sollte man das auch austauschen. Ja. Hier ist jetzt ein Tedford drin, du hast mir mal erzählt, es gibt eine Festtanktoilette auch. Da gibt es, genau, oder die Keramiktoilette. Kann man da aufbauen bei dem. So, geh mal bitte rein, dass wir mal sehen. Du hast unglaublich viele Spiegel. Da ist eine Banktoilette drin. Ja. Größer geht kaum. Ja. Setz mich mal ganz kurz hin. Kann man hier aufmachen. Frage ist, kannst du dich als Mädel da in dem Spiegel gut sehen, wenn du sitzt? Ja. Geht. Schminken und so? Ja, ich schmink mich jetzt nicht, wenn ich auf der Toilette sitze, da stehe ich. Aber doch, also da ist jetzt ein angenehmer Spiegel auch für jemanden, wo kleiner ist. Weil der wäre jetzt natürlich für mich schon wieder zu hoch. Könnte ich mir jetzt nicht schminken. So, aber ihr habt viele Spiegel, viel Licht, großes Waschbecken. Aber hier nochmal ein Spiegel, wo ich mich wirklich komplett sehe. Doch, also hier kann man sich als Frau wirklich wohlfühlen. Das wollte ich hören. Und da gibt es, denke ich, auch viele Kundinnen, wo also nicht auf dem Campingplatz ins Waschhaus gehen, sondern sich wirklich hier fertig machen. Ich fühle mal gerade hier rein. Dass wir sehen, das ist nochmal die Sicht dann von innen. Das ist natürlich interessant. Du kannst das Thema Motorfahrzeug trennen vom Wohnraum komplett. Genau, und da legen viele Wert drauf. Ja, das stimmt. Und auch wenn ich jetzt zumache und die Treppe unten habe, sage ich jetzt einmal, ist ja einbruchsicher. Stimmt. Man kann noch ein Zusatzschloss vielleicht reinmachen. Da kommt keiner mehr rein. Nee, brauchst du mal, wenn du die Leiter unten hast, also geht ja kannst du es nicht mehr aufmachen. Das ist wirklich, ja, ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Ja, und und auch Wärme. Wärme. Das heißt, du hast wirklich diese einzige Stelle, wo du keine Doppelverglasung hast, eine schlechte Isolierung, ist ja eben mal, das hat ja Sicherheitsgründe. Das Glas soll ja zerbrechen, wenn was passiert. Ja, genau. Ja. Also ich kann wirklich das Fahrerhaus komplett abtrennen vom Wohnbereich. So, was ist da drunter unter dem Fach? Zeigen. Ich verlange aber viel von dir heute. Alles gut. Da sitzt der Frischwassertank.
Ach, ich kann den auch mal reinigen. Den kann ich auch reinigen, natürlich. Weil viele machen ja die Klappen nicht von den großen Linerherstellern. Doch, das geht hier. Bei uns kommt man an der Frischwasser- und Abwassertank kommt man hin. Okay. Schauen wir, haben nochmal. So, Doppelboden. Die nächsten Klappen sind vorne. Komm, wir gehen nochmal zurück. Wenn du jetzt öffnest, hast du dann. Was ich toll finde, ist, dass du auch selber aufs Klo gehen kannst, weißt du, und einfach die Tür zumachen kannst. Und dann bist du ganz alleine auf Toilette. Hier sind wir immer noch beim Frischwassertank. Also weiß ist der Frischwassertank, schwarz ist Abwassertank. Hier habe ich jetzt ein Staufach, da ist auch der Stromkasten, ein Sicherungskasten. Also kann ich bringen beide Kiste Bier rein. Oder Kiste Wein. Gut, das hier ist ja auch eine Bierregion unter anderem, oder? Ihr habt viele Brauereien. Noch ein Staufach. Ja, wir haben sehr viele Brauereien, also würde ganz viel Bier reinpassen. So, dann haben wir hier hinten haben wir dann den Abwassertank. Ja, fast. Fast. Also auch nochmal Staufach. Ist nicht schlimm. Nochmal ein Staufach. Also das sind ja auch Staufächer, die wirklich toll sind, weil du da Sachen reinmachen kannst, die wirklich entsprechend voluminös sind, die du nicht so oft brauchst. Zum Beispiel Sachen für einen Strand ran, die du nur dann und dann mal brauchst. Genau. Tiefer Schwerpunkt. Was interessant ist auch, was viele Leute nicht wissen, wenn du alles, was du in die Heckgarage lädst, entlastet die Vorderachse. Ja, aber ich sollte die Heckgarage natürlich nicht auf voll knallen. Ich hab da, weil da war die wirklich hecklastig. Gell? Ja. Die sind ja, ich sage jetzt mal, zwischen 150 und 250 Kilo sind bei uns die Heckgaragen belastbar. Du empfiehlst aber schon, die Bauwaage mal zu benutzen. Also wenn man vollgeladen ist, ruhig mal zum entsprechenden Wertstoffhändler deines Vertrauens fahren, richtig, dem Fünfer geben. Fahrt den Wertstoffhof auf die Waage, dass ihr wirklich wisst, wo steht ihr. Und man kann dann wirklich nochmal daheim entladen. Also wenn man überladen hat, sage ich jetzt einmal. Und darum sage ich ja auch mal, vielleicht nach jedem Urlaub mal nochmal schauen, brauche ich das wirklich, was ich alles im Fahrzeug habe. Sagt die Sabine und die muss es ja wissen mit 22 Jahren. Ja. Urlaub im Wohnwagen, habt ihr das früher auch gemacht? Wir haben einen eigenen Wohnwagen und als Kind auch schon, bevor ich die Firma Detlefs gekannt habe, haben meine Eltern haben auch einen Wohnwagen gehabt, da sind wir auch schon mal zum Campen gegangen. Aber das ist doch so dieses Wohnwagen-Feeling, was du hast, dieser Platz, dann diese Höhe, ja, dass du so toll rausgucken kannst. Genau. Komm, wir machen noch einen Schrank auf, hier oben mal. Ich weiß noch gar nicht, ob wir den auf hatten. Denn das hier ist auch so ein Sideboard wie zu Hause. Weil du kaufst ja hier so ein Auto. Das ist ja nicht eine, ich sag mal, eine Wohnung, die leer ist. Die ist ja komplett möbliert, die Wohnung. Genau. Das heißt, du musst den Designern ja schon ein bisschen vertrauen, dass das alles passt und zusammenpasst und so. Oder man muss sich auch ein bisschen anpassen. Es ist, ich sage immer, es ist ein erfahrenes Haus, aber es ist alles natürlich ein bisschen kleiner wie zu Hause. Ist sie dabei hier, die Suppe? Wenn man hart verhandelt mit dem Händler? Die Suppe ist nicht dabei. Nicht dabei. So. Aber wenn es an dem scheitern sollte, dann wird sie der Händler sicherlich mitgeben. So, übrigens habe ich die immer als Kind, habe ich die geliebt. Ja. Ochsenschwanzsuppe in den 70ern habe ich mir gemacht. Okay. Das ist cool. Ja, Camping auf höchstem Niveau mit Detlefs. Wir sind in Isny und das Ganze heute am 21. Komm, wir gehen nochmal kurz raus. Das ist einer eurer Name hier von dem Zentrum. Wie heißt das? Das ist das Ausstellungszentrum von Detlefs. So, da wird es einige Veränderungen geben, dürfen wir noch nicht reden drüber. Aber es ist so, dass ihr natürlich laufend wachst. Ihr kriegt neue Mitarbeiter, ihr kriegt alleine Marketing, habt ihr unglaublich viele Leute, die sich darum kümmern, die Kataloge zu erstellen, neue Fotos. Kommt jedes Jahr was Neues auf den Markt, oder? Ja, natürlich. Man muss ja immer am Ball bleiben. Wie gesagt, jedes Jahr die technischen Daten muss man aufarbeiten. Dann haben wir natürlich auch Händler im Ausland, wo man die Kataloge überarbeiten muss in andere Sprachen. Ja, super. Ja. Das auch noch. Natürlich. So, das heißt, Fahrzeuge gibt es ja überall. Aber da steht ja der Grand Alpa. Ja, guckt euch Preis-Leistungs-Verhältnis an. Das ist, glaube ich, das Thema schlechthin. Made in Germany, das Ganze gebaut. Vielleicht, was viele machen, ist ja auch unter Druck kaufen. Das sollte man ja nicht. Sondern man sollte sich ja wirklich das Fahrzeug aussuchen, das einem am besten gefällt. Auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Ja, also wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, wo dazukommt. Aber wir sagen in der Beratung, Mensch, mietet es doch einfach mal, probiert es eine Woche aus. Durch das haben wir auch diese McRent-Stationen in der Gruppe, wo man dann wirklich einmal das auf Herz und Niere ausprobieren kann, ob das wirklich auch genau das Fahrzeug ist, wo man möchte. Das
Es gibt so viele Fahrzeuge am Markt. Also es gibt die Leute, das hieß jetzt kein Auto, wo ich jetzt sage, das würde ich jetzt in kleinen Pinienhainen in Südfrankreich benutzen, mit starken, steilen Anstiegen, sondern das hier ist hier eine spezielle Klasse, aber du kommst auf jeden Campingplatz damit, oder? Jein. Wenn du früh genug reservierst. Ja, man muss halt, ja, ich sag, man muss einfach ein bisschen anders planen, wie wenn ich mit einem kleineren Wohnmobil unterwegs bin. Aber ich sage auch immer, wo ich mit dem LKW oder mit dem Bus hinkomme, komme ich auch mit diesem Fahrzeug hin. Ja, es gibt ja auch in der einfachen Einstiegsklasse ja auch Fahrzeuge mit 7,60 Meter, 7,70 Meter. So weit sind wir jetzt hier nicht weg. Was ist die Länge? 5,99 geht's los bei uns. Ab 5,99 beim Alpa. Beim kleinsten Wohnmobil, wo wir bauen. Ich habe gesehen, ihr habt so einen süßen Bus, einen voll integrierten Globus. Der Globibus, genau, der geht 5,99 ist der lang. Der ist so süß. Ja, der Alpa ist jetzt der kürzeste, 7,30. So. Dein Name? Mein Name ist Sabine Keck. Sabine Keck, da steht sie vor dem Alpa. Was ist das, ein 78? Ein 78,20. 78,20 und ich bedanke mich vielmals ja heute, 2022. Wir sind in Isny und schauen uns tolle Fahrzeuge an mit Sabine. Tschüss Sabine.